MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, herzlich willkommen hier zu Silica Driving. Heute geht's weiter mit der Karriere, Anfängerkarriere. Wir fahren jetzt die Fahrt auf dem Hofgelände nochmal, damit wir sie endlich schaffen. Moment. Okay, schaffen wir. Ist eigentlich ganz simpel, wir müssen unter 3 Minuten diese Aufgabe schaffen, ohne Fehlerpunkte durchkommen und einfach schaffen. Das sind 3 Punkte. Die 3 Punkte können wir uns locker flockig verdienen. Und sollten wir auch locker flockig verdienen. Von daher erwarte ich das auch, ne? Von uns selber. Das ist eigentlich nichts Schweres. Man muss es nur mal hinter sich haben, ne? So, hier ist 20 km/h Maximalgeschwindigkeit. Es ist auch eigentlich an dieser Aufgabe tatsächlich. Oh, hoppla. Da stand ein LKW. Was ist jetzt passiert, Leute? Jetzt muss ich mir doch tatsächlich die Verstöße anmachen, um zu sehen. Huch. Im Ernst? Blinker war nicht gesetzt? Leute. Okay, so. Wir mussten den linken Blinker setzen anstatt den rechten, wobei ich den rechten eher plausibel finde, aber hier geht es ja nicht um Plausibilität, sondern hier geht es um Tatsachen. Im Ernst? Es gibt schon komische Leute in City Car Driving. Das ist mir schon häufiger aufgefallen. Zum Glück kenne ich den Weg noch komplett tatsächlich. Und wir können hier relativ schnell durchmanövrieren. Hier ist nämlich eine Baustelle, aber hinter die Baustelle müssen wir gleich. Was wäre eigentlich euer Traumauto? Schreibt da mal euer Traumauto in die Video, also in die Videobeschreibung rein. Dann bin ich mal gespannt, was da so bei zusammenkommt. Also ich denke mal, so Audi und BMW werden da ganz weit oben stehen. Außer, oder es sind Prollkarren unter anderem. Unter anderem könnte es auch natürlich was Hochklassiges sein, wie Pagani Zonda oder so. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, worauf ihr so abfahrt. Aber das werde ich ja dann demnächst in den Kommentaren sehen. So, hier müssen wir aufpassen. Die Schlaglöcher in City Car Driving sind krass. Im Ernst, hier ist Nebenverkehr. Jetzt haben wir den Punkt nicht geschafft, ohne Probleme hier durchzukommen, sondern... Okay, wir fahren jetzt einmal durch, damit wir unter die 3 Minuten kommen. Ich habe angeblich wieder den Nebenverkehr behindert, der, naja, ihr seht ja selber, wie viel los ist, überhaupt nicht vorhanden ist. Macht aber nichts. Ich weiß nicht, ich habe die Mission mal gemacht, da kam mir hier einer entgegen und schon war es vorbei, ne? So,
Hier wohne ich. Und auf dem Hofgelände 2 Punkte. Den letzten Punkt lassen wir einfach mal offen. Ohne langsamer als 5 km/h zu fahren. Okay. Ohne langsamer als 5 km/h zu fahren. Ich glaube, das ist... Jetzt bin ich gespannt, ob ich das hinbekomme. Wird nicht einfach. Ohne Strafpunkte die Mission schaffen und ohne langsamer als 5 km/h zu fahren. Automatikfahrzeug ist schon mal nicht verkehrt. Das ist natürlich vorteilhaft. Die nehmen in dem Spiel wirklich alles sehr genau. Und schon haben wir einen Fehlerpunkt, weil ich jetzt mich auf den verdammten Blinker konzentriert habe. Das ist unfassbar, Leute. Unfassbar. Dann immer die Frage, wo man hin muss. Links abbiegen, okay. Ich habe den Nebenverkehr behindert, indem ich auf meiner Linie fahre. Okay, cool. Ich darf, wenn ich jetzt keinen Fehlerpunkt mehr mache, dann ist die Mission ganz einfach tatsächlich, weil ich darf nur maximal 5 haben. Kriegen wir hin, oder? Das sind nur 2,5 Kilometer. Die können sich natürlich ziehen ohne Ende, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Ich weiß zwar nicht, warum hier steht, dass die Sicht schlecht ist, also ich sehe genauso viel, wie als ob es nicht regnen würde. Der Regen in City Car Driving ist eh eher, naja, sporadisch. Er ist da. Ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Gar nicht so einfach, in der Geschwindigkeit zu fahren, weil ich muss die ganze Zeit darauf achten, dass ich hoffentlich niemanden mitnehme, so gesehen, auf der Fahrt. Ah, jetzt haben wir die Punkte leider verloren, schade. So unnötig, diese 20 km/h Fahrerei, scheiße. Oh. Schon rege ich mich auf und schon passiert es wieder schneller, ne? Wahnsinn. Vor allen Dingen ist 20 km/h fahren echt anstrengend. Und schwer. Es ist schwer. So, ein Stück langsamer werden. Weil wir müssen ja gucken, dass wir abbiegen können. Am besten ohne anzuhalten. Und wenn er jetzt anhält, dann stehen wir.
So, Punkte haben wir keine mehr. Schade. Können wir eigentlich... irgendwie scheiße fahren, oder? Hauptsache, wir kriegen den Punkt. Wir haben bestanden und... wie heißt es? Kriegt man den überhaupt, wenn man die Punkte so niedrig hat? Ich weiß es gerade gar nicht. Ist unfassbar. Nein. Ah, Mann. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's dann für heute und wir sehen uns nächste Folge wieder hier bei City Car Driving, dann morgen wieder, vielleicht morgen nochmal mit Mod. Ich denke schon. Ach, schreibt's einfach in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Bis dann, bleibt wie ihr seid, danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut!